herzlich willkommen zum neuen Video. Haben wir es verstanden? Ja. Ich bin gut drauf auf jeden Fall. Weil der Max ist da, das kann man machen. Und der gönnt sich gerade unsere Ossi-Kekse hier. Ach, übrigens, vielen Dank an Tommy, der uns ein Ostpaket geschickt hat. Wir sind ja hier im Westen. Und hier haben wir hier Liebesperlen. Das kann ich aber woanders sehen. Hat Bitterschokolade mit einem Trabant drauf. Knusperflocken. Geiler Hund. Kennst du Männer? Geil, Alter. Mokkabohnen. Mokkabohnen. Nein, okay. Ja, das hast du gerade gegessen, oder? Ja, die sind geil. Die Vikana Butterkekse mit feiner Butter. Mhm. Sehr schön. Ach so, ja, schon ist, glaube ich, jetzt. Jetzt ist wieder Chaos. Gestern war es schön. Haben wir den GTR mal hier hergestellt, denn der wird ein bisschen aufbereitet und so und ready gemacht für die neue Saison. G80 im 3 ist da zum Umbau, Leistungssteigerung, Rückfahrkamera, Fahrwerk, Felgen und so weiter. Meine neue Abgasanlage ist auch schon da, die liegt da oben. Die Hader-Abgasanlage. Gehen wir nochmal drauf ein, wenn wir ein explizites Video dazu machen. Übrigens, das Video zu dieser Anlage wird kommen. In 2 Wochen bekomme ich einen richtig geilen M4. Ein Sondermodell, der bekommt die Anlage und dazu wird es dann ein Video geben. So machen wir das. Ansonsten haben wir hier mal ein bisschen freigeräumt, dass auch unser Folierer, den werde ich euch auch bald vorstellen, der hier jeden Tag mit drin ist, bei dem ihr Daily XPEL Steinschlagschutz, Designfolierung, Digitaldruck, Scheibentönung machen könnt, ist dann dieser Arbeitsplatz hier. Das ist gut gemacht, ich habe darüber gezeigt und so, ich muss schwenken. Also, besser gar nicht mal. War Absperrband. Warum? Weil ich mich kurzerhand dazu entschlossen habe. Also andersrum. Da steht ein C63S auf der Bühne. Der liebe Herr ist bei mir Kunde. Grüße gehen raus. Und der sagt dann irgendwann: Mensch, Kalle, was hast du für einen scheiß Boden drin? Dann habe ich gesagt: Ja, Beton halt und so. Und das Problem ist halt, im Bad, beim Pissoir, ne, bei Betonboden, man kennt es ja bei den Männern, die denken immer, dass er länger ist, ist er aber nicht. Und dann geht die Hälfte daneben. Und da ich immer keinen Bock habe auf solche Flecken auf dem Boden, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, hier einen Epoxidharzboden zu gießen. Nicht erschrecken, das ist nur die Grundierung. In einem Hellgrau, das drucken wir jetzt ab, morgen wird es geschliffen und dann kommt da eine wunderschöne neue Farbe drauf. Aber da sage ich noch nichts dazu, das ist dann eine Überraschung. In diesem Video geht es um neue Werkstattausrüstung und zwar um die Firma Sonic. Und das sind schon 2 sexy Typen da, die gucken wir uns jetzt mal an. Hier, der Max hat sich den japanischen E39 geholt und der ist leider so ein bisschen ja, dem UV schon zum Opfer gefallen und der kriegt jetzt hier so eine richtig schöne, saftige neue Wischerabdeckung. Da geht nichts drüber, ne? Neues Plastik. Das beste neues Plastik. Ja, einfach beste. Da steht er überhaupt nicht drin. 3. Nummer 1. Bissi, Thomas. Die Nummer 2. Mach, tu so, als würdest du gerade was. Ja, genau. Das ist der Marian. Der Marian ist gerade hart dabei, unsere neuen Sonic-Schränke hier aufzubauen. Zusammen mit Thomas, den lernt ihr gleich auch noch kennen. Ja, das sieht gut aus, was der Marian hier macht. Ja. Kann ich dir auch eine Frage dazu stellen? Ja, klar. Okay, es waren ja viele, viele von euch, haben ja geschrieben, und Sonic und warum und wie und was ist da der Unterschied zwischen hellgrau und dunkelgrau und dies und das und tralala. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also erstmal warst du da mit einem iPad, das habe ich ja damals auf der Insta-Story gezeigt. Was ist da der Unterschied zwischen hellgrau und dunkelgrau und dies und das und tralala. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also erstmal warst du da mit einem iPad, das habe ich ja damals auf der Insta-Story gezeigt und wir waren in einer leeren Halle gestanden, waren schon Wände, glaube ich, außen drin, ne? Oder außen waren Wände dran, Tore ja. Waren drin, das war's. Ja, genau, also leere Halle und dann haben wir angefangen, wie stellen wir was, wie wo, wir haben auch zwischendrin noch ein, zwei Mal umgemodelt, weil, ja, ich glaube, da ist ein bisschen was weggefallen, dann mussten wir die Bühnen anders stellen, das habe ich auch schon gesagt, dass ich dachte, hier stehen 4 Bühnen und wir hatten 4 Arbeitsplätze geplant, was jetzt ja nur 3 sind, weil eine Bühne da drüben ist und die gehört der lieben Lisa.
Deswegen haben wir jetzt hier drei volle Arbeitsplätze geplant. Ich würde sagen, wir, ja, das will man vorne anfangen jetzt auch, also wir sind gerade mitten unterm Aufbau. Die Schubladen stehen hier am Boden. Ich weiß nicht, wie soll ich denn weitermachen? Ich übergebe dir einfach mal das Wort oder du sagst, ja, also, für was ich mich entschieden habe. Eigentlich weiß also, ich das selber nicht. Genau, also du hast dich eigentlich für MSS Plus entschieden. Wir haben genau. Einmal MSS im Programm und MSS Plus. Ne? Das sind beides Multi-Storage System, ne? Also voll modular. Ne? Jetzt weiß ich auch, für was MSS steht. Genau, richtig. Multi-Storage System. Und Plus heißt, ist halt die Premium-Variante davon. Ne? Es gibt halt Unterschiede zu MSS und MSS Plus. Ne? Mhm. Allein schon von der Materialstärke. Ne? Okay. Hier haben wir 1,4 mm Stahlkonstruktion. Deswegen wiegt so ein Schubladenschrank, wie wir den hier haben, wenn die Schubladen drin sind, um die 110 Kilo. Ja. Ohne was drin. Ja? Ich war mit Papa hier letzten Sonntag und er sagte, der packt schon mal aus. Papa 63, so. Er ist kein Problem, Schrank nehme ich allein, packt an, bewegt sich nichts. Wie schwer ist denn so ein Schrank? Ja? Dann war ich auch daneben schon, dachte ich mir, okay, irgendwas ist an dem Plus anders. Genau, ja. Genau, genau. Und bei MSS ist halt die Materialstärke schon niedriger, ne? Dadurch halt auch leichter. Ne? Dir war das wichtig, eine große Arbeitsfläche zu haben. Deswegen auch MSS Plus 650 mm, bei MSS 500. Ne? Genau. Ja, ja. Und dann war dir das ganz wichtig, weil du ganz viele Kleinteile hast und sowas. Ne? Das Innenschubladen kommt viel rein, viel Schrauben und sowas. Dass die Schubladen auch richtig was aushalten. Ne? Jetzt haben wir leider schon fast alle Schubladen raus, aber ich zeig's dir mal hier. Ja, ich weiß nicht, ne? wir werden ja auch irgendwann so die zwei Schubladen mit der Wand schicken wollen, oder? Ja. Dann können wir ja später die kleine nochmal zeigen. Ja. Ja. Zum Beispiel die Schublade sieht man jetzt hier. Haben erstmal eine schön dicke Schiene. Diese Schublade hält 230 Kilo aus. 230 Kilo. Genau. Die kleinen davon, wie sie hier vorne sind, die kleinen, die hier oben drin sind, halten 123 Kilo aus. Das kann man sich irgendwie gar nicht so vorstellen, genau. Ne? Wenn man jetzt, ich denke, das bricht genau. Gleich ab. So, ja, genau. Das ist aber wirklich, das sieht man auch jetzt hier. Also ich kann mich in eine kleine Schublade reinsetzen und kann die sich jetzt hier reinstellen, sage ich jetzt mal, und da passiert gar nichts. Und das geht immer noch. Wie viel hält die jetzt? 230. Ja gut, da kann ich mich auch mit reinstellen. Ja, du kannst sie auch mit reinstellen. Ne? Ohne Probleme. Immer das ist schon. Yeah. Das würde ich jetzt sagen, ist schon leicht behindert halt. Ne? Also die Werkbänke, die ich in der Vergangenheit in irgendwelchen Werkstätten habe. Ja. Wenn ich so gemacht habe, war der Schub am Boden gelegen. Halt, ne? Ja, und das Wichtige ist auch, das merkt man auch hier dran, dass sie halt nicht rappeln, bewegen, dass die fest in den Führungen drin sind. Ne? Und das ist halt viel wert, weil wenn da viele Schrauben reinkommen, du hast hier so einen Teil da noch bestimmt. Ja, ne? Ja. Wenn in so einer obersten halt viele Schrauben und Muttern sind, da kriegst ich würde Strom. Auch 220 Ampere Batterien reinstecken. Ja, oder so, weil hier haben wir ja auch Strom dran. Ne? In der untersten haben wir halt immer eine Stromschiene in den untersten Stecken. Gerade da ist ja USB drin. Genau, ne? Richtig. Das heißt, wenn du mal ein Ladegerät dabei hast, kannst du direkt hier reinstecken. Der Strom wird hier über diese flexible Brücke nach hinten raus weggeführt. Also jetzt so langsam, gerade wo es zerlegt ist, ich habe es vorhin schon gesagt, wird mir bewusst, also man kann ja auch mal ehrlich sagen, das ist jetzt kein 3-Euro-Produkt. So, dieses Zeug kostet Geld, ja, aber es ist halt auch Qualität. Ein Lambo ist auch nicht umsonst. Und gerade wenn man es zerlegt, sieht man erstmal, wofür du bezahlst. Es ist halt durchdacht, ne? Es ist viel Material, die Scharniere können ultra viel ab. Ja, jetzt habe ich auch gerade gesehen, das sind eine USB-Steckdose und vor allen Dingen, es ist nicht nur die Steckdose, in der Strom ist, in jeder von diesen Steckdosen ist Strom drin. In jeder untersten Schubladenschrank hast du immer Strom drin. Immer. Genauso wie du dich jetzt, hättest du jetzt mit Hängeschränke noch gewählt, wäre in jedem Hängeschrank. Auch noch Strom drin. Ne? Weil du aber hier diese schöne Rückwand hast. Ach Gott, die kennt ihr noch gar nicht. Ne? Es gibt eine neue Wand übrigens in der Werkstatt. Die extra passend hierzu ist, hast du dich für die niedrige Aufkantung entschieden. Ne? Ja. Dafür haben wir dir aber dann hier oben die Stromschiene drauf gemacht und auch hier durch die vorhandenen Bohrungen mit den Gummiringen abgeführt nach unten, hinten eingesteckt und fertig. Das jetzt schon nicht. Das heißt, du brauchst jetzt nicht, bevor es einer sagt, oh, wenn du dann immer die Flex bedienst, musst du ja immer die Schublade aufhaben, das Kabel raus. Nein, deswegen hast du hier oben drauf. Ne? Oder hier. Oder hier. Hier, genau. Hier haben wir ja auch noch. Hier kommt ein weiterer Schrank. Wo haben wir davon die Front? Da steht einer. Steht einer da hinten. Holen wir mal eine. Ja, rechts. Achso, ja genau, der ist ja noch zusammengebaut. Also, da hatten wir ja auch gesagt, für den Arbeitsplatz. Genau. Ich sag jetzt mal,
Energiemodul. Genau, das ist unser Energieschrank, das kleinste Modul, 360 mm. Ne? Du hast einmal hier oben zwei normale Schokostrom-Steckdosen. Und hier kannst du einmal Druckluftaufroller rausrollen lassen. Das heißt, den normalen, den man sonst an der Wand hat, kannst du hier reinmachen und dann rollst du den schön ab. Du hast dich entschieden für einmal Druckluft und einmal Strom. Mhm. Ne? Die haben wir schon da. Die kommen. Ich muss ihn ein bisschen teasen. Ja, aber das finde ich auch, ist ein ganz, ganz geiles Teil eigentlich, was man so auch fast nirgendwo bekommt, außer es wird jetzt halt nachgebaut von anderen Lieferanten. Ne? Und unsere Planung war, wir haben, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schränke für einen Arbeitsplatz. Mhm. Und dann fängt es wieder mit Schrank 1 an und es sind wieder 6 Schränke für diesen Arbeitsplatz und dann sind wieder 6 Schränke für diesen Arbeitsplatz. Genau. Und wir haben auch jeden Arbeitsplatz so sauber wie möglich gehalten, da du dich noch für unseren Mülleimer entschieden hast, wo halt dann zwei Fächer sind, wo man halt dann seinen Abfall reintun kann. Und du hast diese typische, ich sag mal, die Wippe, ne? Das heißt, du schmeißt wirklich dein Papier hier rein und jetzt ist es weg. Ne? Wenn du zum Entleeren kannst du halt dann rausnehmen und dann in deine große Tonne reinschmeißen. Ne? So ist jeder Arbeitsplatz, wenn du dran arbeitest, oben drauf, da wieder sehr viel auf Sauberkeit legst, dass er nicht oben drauf liegen, wenn du gerade gesagt hast, ne? Kannst du direkt dann wegschmeißen. Leute, ich sag euch, das wird so geil. Wo machen wir denn weiter und hängen wir denn auf? Hier ist übrigens jetzt der Thomas, der ist schon ganz, ganz fleißig am Aufbauen. Seit heute Mittag. Deswegen sind wir auch schon so weit, weil ich dachte erst, es geht heute Nachmittag los und vielleicht dann morgen und so. Und im Grunde sind wir schon zu 50% gefühlt durch. Ne? Also, oder 40, ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt sagen, morgen, wie ich immer sage, um 12 Uhr sind wir fertig. Dann wird der Thomas jetzt wieder sagen, das sagt er immer. Dann wird es frei. Aber es wird dann so 2, 3 Uhr und dann hast du alles wieder mit Schubladen drin. Und schon mit deinen ersten Arbeitsplatten drauf. Ne? Und falls sich jetzt jemand denkt, die Gesichter kenne ich irgendwoher, ja, ihr wart auch schon bei einem Kollegen in Dortmund und habt da eine Werkstatt zusammen aufgebaut und eingerichtet. Ja. Da wart ihr ja auch mit dabei. Also nur weil viele dann dabei sind, die sagen, ah, ich kenne die Gesichter irgendwoher. Also vor, glaube ich, einem halben Jahr war das oder? Letztes Jahr im Sommer, Juni war das. Genau, und da habe ich dann auch so ein bisschen Input bekommen und dachte mir so, boah ey, wenn hier mal die vier Wände stehen, dann muss ich bei Sonic anrufen und fragen, was da los ist. Ja, ja, weil du auch gerade jetzt hier alles in 73-16 hast. Und das Rückwand 73-16, Bühne 70-16. Also ganz so geplant war das nie, ne? Ja. Ich dachte mir so, ich mache ein bisschen grau und dann dachte ich mir, ja, es gibt halt von dem Hersteller das Grau und das Grau. Und am Ende, wenn du bei dem Hersteller anrufst, Grau, dann sagen die, ja, wollen sie 70-16. Und dann nach dem dritten Telefonat, wo der Typ von den Wandmodulen gesagt hat, es ist 70-16, dann sagen die von den Bühnen, ja, mach halt 70-16. Ja. Dann sagst du, ja, und das ist ja 70-16. Und in meinem Kopf so. Ja, ja, ist alles flüssig dann. Ne? Es ist zwar nicht, das muss man zugeben, das sieht auf der Kamera so aus, nicht alles 100% 70-16, also jede Nuance weicht ein bisschen voneinander ab. Kommt ja wahrscheinlich darauf an, wie viel Pulver drauf ist, ne, und wo auf der Welt das 70-16 gepulvert wird. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich der gleiche Ton und sieht echt geil aus. Und wenn jetzt noch weiter in den neuen Werkstattwagen kommen, sind die auch in 70-16. Ach ja, die werden rot? Nein, die haben einen roten Streifen an der Schublade, aber so sind die in 70-16. Das wird echt richtig sexy. Was gibt's noch zu sagen? Natürlich die Energie oder die Luft und der Strom. Könnt ihr euch auch angucken, wie das Ganze funktioniert. Also hier haben wir ja Abstandshalter, Kabelführungen, Schlauchführungen und so weiter. Wir sagen dazu Montagestangen, weil damit Montagestangen. Halt die Schränke, weil das ein freistehendes System. Ne? Auch wenn du jetzt mit einer hohen Rückwand nimmst und Hängeschränke, kommen die nur an die Montagestangen. Ne? Du hast eine niedrige Aufkantung, also bist du knapp über 1,12 Meter. Ne? Wenn du jetzt auf 2 Meter bist, wird das genauso aussehen, nur auf 2 Meter. Und der Hängeschrank wird wieder an die Montagestange geschraubt. Die Montagestange ist mit dem Schrank und dem Nebenschrank verbunden. Das ist ein freistehendes System. Also du hast auch im Boden nichts verschraubt? Nein. Du hast eine Rückwand nichts verschraubt? Nein. Okay. Also ja, freistehendes System zu 100%. Und selbst wenn du einen Hängeschrank oben hast, kannst du den Hängeschrank noch mit 80 Kilo belasten. Und 200, also wenn das alles jetzt in einer Reihe zusammengeschraubt ist und ich belaste jetzt eine Schublade mit 200 Kilo und die andere mit 200 Kilo, egal was ich hier tue, das wird mir nicht irgendwann nach vorne fallen. Nein. Okay. Weil man kennt ja bei Kästen, wenn du aus Versehen mal vier Schubber gleichzeitig auf sind, dann hast du ein Problem manchmal. Ne? Wenn du jetzt nur ein Modul hättest,
mit Hängeschrank und so und bis dann mehrere Schubladen. Ja, dann ist klar. Ja, okay. Irgendwann ist halt die Gravitationskraft, Anziehungskraft größer. Ne? Aber so, wie du das hier hast, eine Einheit. Kannst du alle Schubladen einfach oben drauf noch draufsetzen. Selbst wenn du alles hier noch mit Hängeschränke hättest auf diese Länge, könntest du auch machen. Ist halt auch, ihr könnt gerne mal näher kommen, dass man wirklich mal auch diese Perfektion sieht. Die Spaltmaße sind wirklich, da lege ich auch immer echt brutal viel Wert drauf. Brutal gleichmäßig, dann Thomas macht hier gerade auch alles mit der Wasserwaage wirklich millimetergenau. Du kannst ja sogar, da habe ich mir am Anfang auch gedacht, wo ich den ersten Schrank ausgepackt habe, oh Gott, das auszunivellieren. Aber wir haben hier innen drin 4 Magenschrauben, ne? Ich weiß nicht, ob man die hier sieht, da. Deswegen müssen wir auch alle Schubladen herausnehmen, um an die Schrauben dran zu kommen. Ist halt für uns ein Riesenaufwand, aber dadurch für euch der Vorteil, dass es, wie gerade du schon gesagt hast, der Thomas hier mit der Wasserwaage dran geht, das ausrichtet und du halt solche Spalte hast. Ne? Und das ist ja fast schon zu schade zum Arbeiten, ne? Ja. Also es ist echt, echt übel, ne? Wenn man sich das anguckt. Und da der Thomas sehr genauer ist mit der Wasserwaage, wirst du die Spalte überall gleich haben. Ne? Ja, ich habe eh schon gesehen, nach dem zweiten Schrank dachte ich mir schon, okay, da brauchst du nichts mehr sagen. Ja. Ja, halt die Klappe lassen machen. Ja, das ist echt brutal. Ja, mega. Aber ich freue mich richtig drauf. Ja, auch hier dein Türenschrank, sag ich jetzt, sag mal, da sind Einlegeböden drin, ne? Die kannst du auch in verschiedenen Positionen natürlich machen, ne? Ganz einfach gehalten. Hier mit so einem Schlüsselloch, sag ich jetzt mal, die schiebst du halt ganz einfach hier rein, machst dann dein Fach drauf und dann kannst du auch richtig was drauf lassen. Ne? Kannst auch Batterien draufstellen und so. Ne? Das ist echt schon feinste Ware. Über einen Zahlenstoff noch dran. Zu dem Kapitel, warum MSS Plus und nicht MSS, obwohl man das hätte auch umfolieren können oder lackieren oder sonstiges. Ganz ehrlich, wir haben jetzt hier einmal so ein Projekt gemacht. Und wie auch bei Bühnen und bei Werkzeugen, was ja auch von Sonne kommt, habe ich mir gedacht, wir machen jetzt einmal richtig und dann ist gut. Und ohne jetzt zu lügen, aber ich habe auch schon Werkzeugkästen oder Schränke in der Hand gehabt, die waren 20 Jahre alt und ging noch. Das Zeug, das kaufe ich einmal und dann ist das, also weiß nicht, wenn ich in der Rente bin, bin ich mir sicher, wenn es nicht schon einen Hardcore neuen Trend gibt, dann wird das immer noch picobello sein. Und ich passe auch mein Werkzeug auf, also von daher denke ich, das war eine gute Investition, ja, weil in 6-7 Jahren dann lumpiges, verbeultes Blech austauschen durch nochmal neue Schränke, ja, dann kannst ja am Ende das gleiche Geld ausgeben, so, und deswegen machen wir das einmal. Das heißt, wenn wir noch vor der Rente noch ein neues System haben, was nochmal geiler ist, dann kaufst du nochmal? Definitiv. Ja, okay. Dann bin ich 10-mal so drauf. Wir arbeiten dran. Dann kommst du so aber an, ne? Ja, das wird lustig. Also nicht weit auseinander vom Alter, ne? Echt? Ein bisschen, ja. Ja, dann ich auch halt. Ja. So viel dazu. Ich würde sagen, wir machen weiter. Jetzt ist ja auch schon ein bisschen 17 Uhr oder sowas. Weiß nicht, wie lange machen wir heute noch? Bisschen noch? Bis der Magen knurrt? Bis der Magen knurrt? Ich bin da schon gekommen, kann ich reagieren? Und perfekt. Ich nehme noch ein bisschen mit bei der Montage und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist vollbracht. Fast vollbracht. Oder Marion? Fast vollbracht. Ja, wir haben noch ein bisschen ein Defizit gehabt mit einem Schrank. Genau. Der kommt noch und Platten. Ja, das wussten wir aber vorher schon. Genau, dass die Edelstahlplatten noch nicht und die Holzarbeitsplatten noch nicht komplett da also sind. Ne? Wir haben natürlich schon einen Teil davon da, aber jetzt das. Ja. Zu 10% zu installieren und dann wieder was anderes, das machen wir nicht. Also wir machen es dann einmal noch, wenn es vollständig ist, aber das ist egal. Arbeiten können wir trotzdem. Genau, weil wir euch erstmal jetzt diese Kunststoffplatte drauf gemacht haben, komplett durchgängig. Ne? Ja. Das ist erstmal schön mit der Arbeit. Was sagt ihr? Gerne in die Kommentare. Das ist absolut geisteskrank, also ohne Scheiß. Gerade wenn man hier so davor steht und schaut es in der Länge an. Aaron hat gerade auch schon gesagt, das sieht ernst aus auf jeden Fall und das ist ernst. Ja. Thomas, auch zufrieden? Sehr. Perfekt? Ja. Ja, Aufbau hat auf jeden Fall super geklappt, ja. Ja. Er war doch echt schnell, ne? Effektiv. Effektiv eigentlich ein Tag, ne? Wenn man gestern und heute zusammenzählt. Zweimal Vormittag. Du hast ja schon gut vorbereitet und dann mit Auspacken. Ja, und auspacken kann ich. Da hast du schon die schöne Arbeit abgenommen. Ja, ein bisschen in Vorleistung gegangen, weil es ist halt auch extrem. Man muss auch sagen, es ist extrem gut verpackt. Und extrem gut verpackt, heißt auch hinter euch zum Beispiel hier MDF-Platte und dann nochmal mit Schaumstoff. Also da fällt viel Müll an, da habe ich auch schon mal ein bisschen was weggefahren. Und dass wir uns das ein bisschen sparen und ich natürlich schnell loslegen kann, um eure Autos fertig zu machen, habe ich nochmal ein bisschen ausgepackt. Aber ansonsten ist das echt, also
Hätte ich mir sogar gar nicht so geil vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Es ist immer schön, wenn es geiler ist, als wie man denkt. Ja, ja, ist mega. Müssen wir noch alles einräumen? Ach so, was ich fragen wollte. Kann man hier, also gibt es hier noch irgendwas von euch, dass man da was beschriftet, oder klebe ich da einfach diese selbstgedruckten Dinger drauf? Ne? Genau, das heißt, man viele Schubladen wird es echt irgendwann interessant, wenn man sucht. Also du kannst dir ganz normal, also wir haben jetzt keine Einschiebe oder so, was man so drauf machen kann, einfach die draufgeklebt und dann drauf machen, dann findest du. Wir haben jetzt, weiß nicht, ob wir es gestern schon gesagt haben, zwei Steckdosen, weil wir haben ja im gestrigen Video, beziehungsweise für euch von vor 10 Sekunden gesagt, dass in jeder unteren Schublade eine Steckdosenleiste mit drin ist, mit USB. Davon haben wir jetzt zwei oben drauf montiert, einfach wenn mal kurz Handy laden oder mal Lampe auf schnell, ne, dass man nicht immer unten in der Schublade drin. Da haben wir jetzt einmal im ersten Viertel und im letzten Drittel, eine Leiste oben drauf montiert. Das war quasi eine Leiste aus der Schublade. Finde ich, sieht auch ganz sexy aus. Auch wieder schön symmetrisch alles. Also das ist echt mega. Eine Frage noch zu diesem Zahlencode, der da dran ist. Mhm. Ich mache, das ist einfach aus, wenn dann mal Motorsport ist und jemand ist nicht in der Box, dass man das so abschließt, genau. Weil in der Werkstatt brauchst du sie normalerweise nicht. Ne? Du kannst jeden Schrank, also jeden Schrank hat sein eigenes Zahlenstoff, kannst jedem seinen eigenen Code geben. Ne? Mhm. Und somit, wenn du halt dann mal mit zum Motorsport gehst und da Sachen drin sind, wo keiner dran soll oder so, kannst du den einfach verdrehen, abschließen und man kriegt ihn nicht auf. Dann werde ich heute definitiv an jedem Schrank einen unterschiedlichen Code machen. Genau, und für diesen und Fall. Früh dann und für diesen Fall, wenn du dann deinen Code vergisst, sag ich mal, du hast ja hier ein paar Schränke, wenn du jeden anderen Code gibst, gibt es einen Master Key, damit kannst du den Code dann wieder auf 00 zurückstellen. Den ich nicht habe. Ja. Okay, also ich kann den Code selber quasi kodieren. Genau, richtig. Okay, genau. Okay. Kurzzeitung. Ja. Was auch immer, ne? Sehr geil. Dann würde ich sagen, vielen Dank an immer gerne. Die Jungs von Sonic. Die müssen nämlich jetzt auch weiter. Ne? Ja. Das war's noch nicht. Guck mal. Ja. Vielen Dank. Für euch gibt es noch ein bisschen Werkbank-Porn. Und dann würde ich sagen, haut gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, wie ihr dazu steht. Und wir waren auch gestern noch ein bisschen länger gesessen und haben uns über viele Dinge unterhalten. Und vielleicht gibt es in Zukunft auch nochmal was für euch Werkzeugfetischisten mit Sonic von mir. Ist alles noch, steht alles noch in den Sternen. Müssen wir mal gucken, ob wir da was machen oder nicht. Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Ich war ein bisschen zu schnell. Wir sehen uns jetzt doch noch mal kurz. Sonic-Jungs sind weg. Also auch ohne die Sonic-Jungs noch mal. So geil, so nett, so gute Arbeit, so gut geplant, so gutes Material. Nein, ich habe hier nichts umsonst komplett bekommen. Ja, auch wir mussten das bezahlen. Aber ich sage das trotzdem. Einfach, weil das Fakt ist, weil die auf Zack sind, weil das super geklappt hat. Und klar, wenn mal ein bisschen Materialknappheit da ist, wie es bei den Arbeitsplatten, da können auch die Jungs nichts dafür. Das verzeihen wir ihnen natürlich gern. Dafür haben wir jetzt echt eine richtig geile Wand. Und was auch richtig lustig ist, passiert gerade in unserem Bad. Ich habe schon gerade gesagt, ist so ein bisschen Dubai-Style. Ich war ja letztes Wochenende, glaube ich, oder vorletztes Wochenende war ich in Dubai, 2 Tage. Und bei den Arabern ist ja auch immer ganz wichtig, ne, mit Gold und Strass und hast du nicht gesehen, ne? Und eigentlich genau das Gleiche passiert bei uns gerade. Jetzt habe ich es ja auch schon verraten. So, wenn man sich die Bremse, die Keramikbremse von dem G80 anguckt, ungefähr sieht auch jetzt unser Badboden aus. Ich würde sagen, der Aaron spitzt mal kurz ins Bad und ich verabschiede mich vorher schon mal. Viel Spaß beim Badporn.